السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين In dieser Zeit sehen wir auf der Welt überall Unfrieden und Krieg. Wir sehen Orte, an denen im Namen des Glaubens gekämpft wird, und andere Orte, wo weltliche Vorherrschaft und Machtinteressen zu Unfrieden führen. Dann sehen wir den Kampf zwischen Reich und Arm, der zu Unfrieden führt, und wir sehen den Kampf von politischen Parteien, welcher Unfrieden zur Folge hat. Genauso sehen wir auch in den Häusern bei Kleinigkeiten Unfrieden und Streit, und wir sehen, dass die Menschen die Rechte voneinander nicht einhalten und deswegen es zu Unfrieden und Streit kommt. Dann sehen wir, dass rassistische Gründe zu Unfrieden führen, und wir sehen, dass Menschen für ihre Rechte kämpfen auf eine falsche Art und Weise und zu Unfrieden und Gewalt aufrufen. Egal welchen Aspekt man auch betrachtet, sehen wir, dass die Welt in Unfrieden und Gewalt steckt. Weder Reiche noch Arme können sich als beschützt vor diesem Unfrieden bezeichnen. Weder Fortgeschrittene noch sich fortschreitende Entwicklungsländer können sich als beschützt bezeichnen. Der Mensch, der sich in dieser Zeit als sehr fortschrittlich ansieht, denkt, dass dieses Wissen und diese Weisheit, dass dies die Zeit der Aufklärung des Wissens und der Weisheit sei. Aber in der Tat ist diese Zeit eine Zeit, in der der Mensch in Dunkelheit versunken ist. Er hat Gott völlig vergessen und die Welt zum Gott gemacht und stürzt sich so in Verderbnis. Er befindet sich kurz vor dem Verderben. In einer solchen Zeit und in einem solchen Zustand sehen wir, dass die nicht-muslimische Welt in Verderbnis versunken ist, und das kann man bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil in ihrem Glauben Verzerrungen vorhanden sind und sie durch ihren Glauben keine Möglichkeit haben, auf eine vollkommene Art und Weise zu Gott geführt zu werden.
Aber Erstaunen hat man über den Zustand der Muslime, die ein vollkommenes Buch besitzen, in seinem ursprünglichen Zustand. Und ebenso sehen wir, dass Allah gemäß seinem Versprechen in dieser Zeit auch den Imam der Zeit geschickt hat, der den Streit der Gelehrten durch den Heiligen Koran, den Streit, den es in Bezug auf das Verständnis des Heiligen Koran gibt, reformiert hat. Aber statt dass die Muslime den Menschen annehmen, der von Gott geschickt wurde, und sich zu diesem Frieden hinbegeben, sehen wir, dass die Mehrheit der Muslime im Namen des Glaubens jenen Menschen folgt, die die Gelehrten sind, die im Namen des Glaubens Unfrieden und Krieg stiften. Und sie folgen diesen Menschen und sind nicht bereit, dem Gesandten Gottes zu folgen, der in dieser Zeit gekommen ist. Allah hat, um Brüderlichkeit und Liebe zu schaffen und Unfrieden zu beseitigen und um Wege zu schaffen, sich selbst zu erkennen, hat er ein Mittel geschaffen. Aber die Muslime sind nicht bereit, darauf aufmerksam zu werden. Und das ist auch der Grund, weswegen die muslimische Welt heute am meisten in Unfrieden steckt. Ihre weltlichen und religiösen Führer stürzen sie in Dunkelheit. Und die Menschen eines einzigen Landes, einer einzigen Stadt, dürsten nach dem Blut ihrer Mitbürger. Und die Welt, die nichtmuslimischen Kräfte vor allem, sind stets bemüht, die Gruppen der Muslime in Streit voranzubringen, indem sie Waffen liefern, indem sie durch Kampfmittel diese Menschen versorgen. Das ist ein extrem besorgniserregender Zustand. Und wir, die an den verheißenen Messias al-Islam glauben, und für die gewöhnlichen Muslime, die an ihn nicht geglaubt haben, für uns muss dies ein Grund dafür sein, unsere Gebete zu intensivieren. Und es ist notwendig, dass wir unseren Zustand, unseren spirituellen Zustand derart gestalten, wie der verheißene Messias alaihissalatu wassalam dies in uns sehen wollte. Wenn unsere Zustände nicht den Erwartungen des verheißenen Messias alaihissalam entsprechen, dann ist es wohl möglich, dass auch wir zu jener Gruppe gehören, die in Unfrieden steckt. Der verheißene Messias alaihissalatu wassalam hat ununterbrochen und mehrmals die Mitglieder seiner Jamaat aufmerksam gemacht, dass eure Zustände nach dem Treuegelübde, nach dem Bet, etwas anderes sein müssen. Was sind die Mittel, die ihr begehen müsst nach diesem Bet? Was sind die Wege, auf denen ihr voranschreiten müsst? Ich möchte einige Zitate des verheißenen Messias alaihissalatu wassalam präsentieren, die uns auf diese Dinge aufmerksam machen. Wir sollten diesen Zitaten aufmerksam lauschen. Glauben Sie nicht, dass wir das schon oft gehört haben und gelesen haben? Und nachdem Sie dies gelesen und gehört haben, vergessen Sie dies. Der verheißene Messias al-Islam hat diese Dinge durch verschiedene Aspekte beleuchtet und es sind Versammlungen, die auf Jahre verteilt sind, in denen der verheißene Messias al-Islam die ganze Jamaat darauf aufmerksam gemacht hat, sich zu reformieren. Und das ist ein
Beweis für die Sorge, die der verheißene Messias al-Islam für die Reform seiner Jamaat hatte, damit diese ihren Sinn nicht vergessen, nachdem sie das Treuegelübde geleistet haben, dass sie nicht wieder verzerrt werden, dass sie nicht wieder in Dunkelheit verfallen. An einer Stelle sagt der verheißene Messias al-Islam: Für unsere Jamaat ist es notwendig, in dieser Zeit des Unfriedens, wo von überall Finsternis, Irrgang, Irrleitung herrscht, Gottesfurcht zu zeigen. Der Zustand der Welt ist derart, dass die Herrlichkeit der Gebote Gottes verloren gegangen ist, dass die Einhaltung der Rechte verloren gegangen ist. Man weiß nicht, welche Pflichten man hat und wie man diese erfüllen muss. Man sorgt sich nicht darum, was Gott gesagt und geboten hat und die Gebote, die ihnen gegeben wurden. Sie sind verfangen in den weltlichen Angelegenheiten. Wenn sie sehen, dass sie irgendwo weltlich gesehen Schaden erlangen, vergessen sie den Glauben und die Pflichten gegenüber Gott. Und diese Aspekte sehen wir in den Menschen verteilt, überall. Sie sind geizig und verfeindet untereinander. Sie können nicht ihren egoistischen Trieben standhalten, verlieren gegen ihr Ego. Und wenn sie keine Sünde begehen, dann ist es aufgrund einer Schwäche, aber sobald sie die Stärke erlangt haben, dann begehen sie Sünden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Heute in dieser Zeit sucht überall und ihr werdet sehen, dass wahre Gottesfurcht nicht mehr vorhanden ist und wahrer Glaube nicht mehr vorhanden ist. Aber da Gott es wünscht, dass der Samen der wahren Gottesfurcht nicht verloren geht, und wenn er sieht, dass eine Generation verloren geht, dann lässt er eine neue hervorkommen. Wenn er sieht, dass ein Acker verloren gegangen ist, dann bringt er einen neuen Acker. Das heißt, wenn er sieht, dass ein Volk verloren geht, dann kommt ein neues Volk. Und dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Der Koran ist in seiner ursprünglichen Form erhalten, so wie Gott gesagt hatte: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Wahrlich, wir haben dieses Zikr niedergesandt und wir sind es, die ihn beschützen werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Auch die meisten Ahadith sind vorhanden. Es gibt viele Segnungen, die wir haben. Aber in den Herzen fehlt der Glaube und fehlen die Taten. Gott hat mich gesandt, damit diese Dinge wieder etabliert werden. Als Gott sah, dass das Feld und der Acker leer war, hat er es nicht gewünscht, dass dies leer bleibt. Wenn Sünden sich verbreiten, dann war es die Ehrfurcht. Es war die Herrlichkeit Gottes, die danach verlangte, dass er wieder solche Menschen schickt und solche Menschen geboren werden, die den Glauben der Welt vorziehen, die den Glauben verbreiten, die dem Glauben folgen. Und sagte verheißene Messias al-Islam: Gott hat es nicht gewünscht, dass dieses Feld leer bleibt und die Menschen leer bleiben. Deswegen hat Allah ein neues Volk erschaffen und er möchte ein neues Volk von lebendigen Menschen hervorrufen. Deswegen sage ich euch, dass ihr Gottesfurcht anstreben sollt. Wenn sie also, die Ahmadis, bad gemacht haben, dann müssen sie zu den Lebendigen zählen, sonst bringt es nichts.
dieses neue Volk, meinen Sie, dass es ausreicht, nur Lippenbekenntnisse an den Tag zu legen, zu sagen, wir sind ein neues Volk? Nein. Dafür muss man sich reformieren. Und dafür muss man wahre Gottesfurcht an den Tag legen. Nur dann können wir ein neues Volk werden, welches die Wahrheit des Islams versteht. Nur dann können wir zu jenen Menschen werden, die das Wohlgefallen Gottes finden. Nur dann können wir das Gelübde des Bets erfüllen. Was ist die Wahrheit des Islams und wie können wir die Wahrheit des Islams erlangen? Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam: Der Islam bedeutet, sich vollständig Gottes Geboten zu widmen, und das verlangt nach wahrer Gehorsamkeit. Ein wahrer Muslim ist jener, der sein vollständiges Wesen Gott widmet, ohne jegliche Hoffnung, ohne jegliche Erwartung an Preisen und Gegenleistungen möchte er das Wohlgefallen Gottes erlangen. Ein wahrer Muslim ist also jener, der sein ganzes Wesen dem Wohlgefallen Gottes widmet und sich Gott zuwendet und sein Sinn und sein Zweck ist das Wohlgefallen und die Liebe Allahs. Und alle Wohltaten, die er begeht, soll er nicht zwangsläufig tun, sondern er soll versuchen, darin einen Genuss zu finden. Wenn sie den Geboten Gottes folgen, dann nicht deswegen, weil dies eine Last ist, sondern jede Gunst, jede Wohltat muss durch einen Genuss geprägt sein. Jede Wohltat muss getränkt sein in das Wasser des Genusses. Und der Schmerz muss ersetzt sein durch Genuss und Liebe. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam: Ein wahrer Muslim liebt Gott, indem er daran glaubt mit voller Überzeugung, dass Gott sein Schöpfer und sein Geliebter ist und sein Wohltätiger ist. Und deswegen wenn man einem wahren Gläubigen sagt, es gibt weder die Hölle noch die Himmel, noch gibt es etwas, was den Früchten ähnelt, trotzdem wird ein solcher Mensch niemals von den Wohltaten abhalten. Das ist die selbstlose Liebe zu Gott. Nicht aufgrund von einer Gegenleistung, nicht aufgrund vor der Angst vor der Hölle, nicht aufgrund der Hoffnung, das Paradies zu erlangen, sondern allein aufgrund der reinen Liebe zu Gott. Auch wenn man nichts als Gegenleistung bekommt, soll man Gott lieben. Weil seine Gottesdienste, die man für ihn begeht, den Gehorsam, den man für ihn an den Tag legt, passieren nicht aufgrund der Erwartung einer Gegenleistung, sondern der Mensch sieht sein Wesen als etwas an, was in der Tat für die Erkenntnis Gottes vorhanden ist und für den Gehorsam und die Liebe Gottes geschaffen wurde. Und er besitzt keinen weiteren Grund und Sinn seines Lebens. Wenn er also für diesen Zweck sein Leben führt, sieht er das Gesicht Gottes. Wenn ihr also euer Ego überwindet, dann werdet ihr Gott sehen, das Gesicht Gottes sehen, das Antlitz Gottes erblicken. Ihr schaut nicht auf Paradies und Hölle, sondern ihr schaut auf das Wohlgefallen Gottes. In der Liebe zu Gott sagt der verheißene Messias al-Islam über sich selbst, wie er
was er fühlt, was sein Zustand ist. Er sagt, ich sage, dass wenn mir mit voller Überzeugung gesagt werden würde, dass die Liebe zu Gott und der Gehorsam zu Gott zu einer Strafe, einer harten Strafe führen würde. Ich schwöre bei Gott, dass meine Natur so geschaffen wurde, dass ich diese Schmerzen und Qualen mit Liebe und mit Leidenschaft und Genuss bereit wäre zu akzeptieren, obwohl ich wüsste, dass dies eine Strafe ist und dass dies wehtut und Schmerzen sind, würde ich niemals von der Gehorsamkeit und von der Liebe Gottes abhalten, auch nur einen Schritt davon mich entfernen. Ich würde dies Tausenden von Totschlägen und von Schmerzen und Qualen bevorzugen. Ein wahrer Muslim erachtet es als eine Verderbnis für sich, von dem Gehorsam Gottes entfernt zu sein, auch wenn er als Gegenleistung Ruhe und Zufriedenheit erlangen würde. Dann sagt der Feistin bisher, für einen wahren Muslim ist es also wichtig, eine solche Natur zu entwickeln, dass die Liebe zu Gott und der Gehorsam zu Gott nicht aufgrund der Furcht vor einer Strafe oder der Hoffnung auf einen Lohn geschieht, sondern dass dies ein Teil der Natur des Menschen wird und dass dies ein Teil der Seele des Menschen wird und diese Liebe entspringt aus der Natur des Menschen heraus. Das führt dazu, dass er das wahre Paradies fühlt und das in der Tat ist das wahre Paradies. Kein Mensch kann das Paradies betreten, solange er nicht diesen Weg geht. Also ihr, die ihr euch mir angeschlossen habt, ich lehre euch, dass ihr durch diesen Weg zu Gott kommen müsst, denn das ist der Weg des wahren Paradieses. Unsere Bindung zu Allah verlangt also diese Hoffnung, die der verheißene Messias al-Islam an uns geknüpft hat. Der verheißene Messias al-Islam hat dies erläutert und gesagt, dass der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und das Erlangen des Wohlgefallen Allahs keine einfache Sache ist, aber es ist eine Sache, für die man sein ganzes Leben widmen muss, für die man viel tun muss. Dann erst können wir den Sinn unseres Ahmadi-Seins erlangen. Der verheißene Messias al-Islam selbst hat diese Frage gestellt und gesagt und gefragt, ist Gehorsamkeit eine einfache Sache? Er antwortet, jener, der nicht vollständig gehorsam ist, sorgt dafür, dass der Name dieser Jamaat geschädigt wird. Es gibt nicht nur ein Gebot, es gibt viele Gebote, genauso wie es viele Türen des Paradieses gibt, durch die man ins Paradies gelangen kann, gibt es auch viele Türen der Hölle. Nicht, dass ihr eine Tür der Hölle verschließt, aber die andere offen haltet. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, dass bloß dem Namen nach, dass man seinen Namen in der Jamaat hat, niemand in die Jamaat eintreten kann. Solange er die Wahrheit nicht in sich selbst erschafft, ihr sollt euch gegenseitig lieben, ihr sollt nicht die Rechte des Bruders missachten und auf dem Wege Gottes sollt ihr wie verrückte Menschen werden, damit Gott euch segnet. Außer diesem Wege gibt es keinen anderen Weg. Es ist wichtig, vollständig an Gott zu glauben. Das Beispiel dessen ist genauso, wie man, wenn man von der Zunge nur sagt, Zucker oder süß ist, dass der Mund dadurch nicht süß wird, nur weil man das Wort süß in den Mund nimmt. Solange man Zucker nicht zu sich nimmt, kann man diesen Zucker auch nicht schmecken. Genauso bringen die Lippenbekenntnisse nichts, solange ihr eure Taten nicht dementsprechend führt. Und die Taten können nur dann vollzogen werden, wenn ihr
den Glauben der Welt vorzieht. Der verheißene Messias al-Islam sagt, unsere Jamaat sollte Gott zufriedenstellen, und wenn sie dies möchte, dann müsst ihr den Glauben der Welt vorziehen. Wenn ihr Gott zufriedenstellen wollt, dann müsst ihr Gott, also Glauben, den Glauben der Welt vorziehen. Der Glaube muss eure Priorität sein. Der verheißene Messias al-Islam hat uns gewarnt und gesagt, wenn ihr keine Treue und Aufrichtigkeit besitzt, dann seid ihr Lügner. Und vor dem Feind wird derjenige sterben, der keine Treue besitzt. Dann sagte der verheißene Messias al-Islam, Gott könnt ihr nicht betrügen, noch kann irgendein anderer Mensch Gott betrügen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wahre Aufrichtigkeit zeigt und dass ihr Wahrhaftigkeit zeigt, dass ihr den Glauben der Welt vorzieht. Dann erklärt der verheißene Messias al-Islam weiter, wie ihr den Glauben der Welt vorziehen könnt und wie die Gefährten den Glauben der Welt vorgezogen haben und wie ihr euch darum bemühen müsst. Der verheißene Messias al-Islam sagt, schaut, es gibt zwei Arten von Menschen, die einen, die den Islam annehmen und dann sich mit der Welt beschäftigen und nur der Welt angehören, der Satan übernimmt Herrschaft über sie. Der verheißene Messias sagt, ich sage nicht, dass ihr keine Geschäfte tun sollt, dass ihr nicht in der Welt arbeiten sollt, auch die Gefährten taten dies, aber sie gaben dem Glauben immer die Priorität vor der Welt. Sie nahmen den Islam an und das wahre Wissen und die wahre Weisheit haben sie erlangt. Das war der Grund, dass sie in keinem Felde, in keinem Aspekt Satan verfallen waren, sie haben immer Gott vor Augen gehabt. Nichts konnte sie von der Wahrheit abhalten. Der verheißene Messias sagt, ich meine damit nur, dass diejenigen, die nur der Welt verfallen sind, die also die Welt als Gott annehmen, solche Menschen sind es, die von Satan regiert werden. Und dann gibt es die Menschen, die sich um den Fortschritt des Glaubens bemühen und besorgen. Das ist die Gruppe Allahs. Und sie werden obsiegen vor Satan und seiner Gruppe. Das Geld steigt durch das Geschäft. Deswegen hat auch Gott den Glauben als ein Geschäft bezeichnet und gesagt, Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Soll ich euch nicht über ein Geschäft informieren, das euch vor der Qual der Hölle beschützen wird? Soll ich euch informieren über einen Handel, der euch beschützen wird vor der qualvollen Strafe? Dann sagte verheißener Messias, das beste Geschäft und der beste Handel ist der Handel des Glaubens, welcher euch beschützen wird vor der qualvollen Strafe. Und ich sage euch in den Worten Gottes, Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ich habe große Hoffnung für diejenigen Menschen, die ihre Leidenschaft für den Glauben ausleben. Aber diejenigen, die diesen Genuss nicht besitzen, die keine Standhaftigkeit besitzen, für die bin ich besorgt, dass Satan über sie regieren wird. So kann der Glaube nicht der Welt vorgezogen werden. Dann werden die Menschen schwach und langsam wird der Mensch von Satan regiert. Deswegen sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt niemals schwach werden. Und wenn ihr etwas nicht versteht, dann sollt ihr nachfragen, damit ihr in Weisheit voranschreitet. Es ist nicht verboten, nachzufragen, Fragen zu stellen. Man sollte Tabligh machen und es ist eine Sache der Gerechtigkeit, dass auch diese Menschen, die das Recht haben sollten, Fragen zu stellen. Und auch ein gläubiger Mensch, wenn er voranschreiten will, dann muss er Wissen erlangen und er muss Fragen stellen. Derjenige, der Fortschritte im Wissen und in der Weisheit wünscht, sagt der verheißene Messias al-Islam,
soll den heiligen Koran mit Aufmerksamkeit lesen, und wenn er etwas nicht versteht, dann soll er nachfragen. Wenn er einige Dinge im heiligen Koran nicht versteht, dann soll er andere fragen, damit er diese versteht. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, der heilige Koran ist ein Ozean voller Glauben und Weisheit, welcher wertvolle Schätze und Diamanten besitzt. Einmal machte der verheißene Messias al-Islam die Jamaat auf Gottesfurcht aufmerksam und sagte, wir sind geschickt worden, ich bin geschickt worden dafür, dass das Feld der Gottesfurcht leer ist. Man sollte Gottesfurcht besitzen, statt das Schwert zu ziehen. Man sollte nicht die Menschen mit Gewalt überziehen, so wie es einige Gruppierungen im Namen des Islams tun. Wenn ihr den Glauben verbreiten wollt, wenn ihr Tabligh machen wollt und Tarbiyat machen wollt, dann müsst ihr als allererstes Gottesfurcht in euch entwickeln. Wenn ihr Gottesfurcht besitzt, dann könnt ihr langsam alle Dinge tun. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, das Schwert zu zücken ist haram, ist verboten. Wenn ihr Gottesfurcht besitzt, dann wird die ganze Welt euch folgen. Ihr sollt Gottesfurcht besitzen. Diejenigen, die Alkohol trinken, oder in deren Glauben der Alkohol auch eine Rolle spielt, die haben mit dem Glauben nichts zu tun. Sie bekriegen die Gottesfurcht. Wenn Allah uns, unserer Jamaat, die Kraft gibt, dass sie die schlechten Dinge bekämpfen und in Gottesfurcht und Reinheit voranschreiten, dann ist das der große Erfolg, den wir anstreben, und nichts ist besser als das. Wir werden nicht mit dem Schwert kämpfen, sondern Gottesfurcht entwickeln müssen und uns selbst bekämpfen müssen. Dann können wir auch anderen Menschen die Botschaft überbringen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, schaut auf die Religionen der Welt. Wir sehen, dass Gottesfurcht fehlt und weltliche Dinge zu Gott gemacht worden sind. Wahrer Gott ist verloren gegangen. Aber Gott wünscht nun, dass er selbst erkannt wird und die Menschen die Welt ihn erkennen. Diejenigen, die die Welt als Gott ansehen, können nicht erfolgreich sein. Jeder muss sich selbst überprüfen. Sind wir diejenigen, die die Pflichten gegenüber Gott einhalten? Sind wir diejenigen, die weltliche Ziele anstreben, etwa? Haben wir vielleicht unseren Blick mehr auf weltliche Dinge gelenkt? Wenn wir Gottes Pflichten erfüllen wollen, dann müssen wir den Glauben die Priorität geben und weltlichen Dingen nicht die Priorität geben, sondern diese beiseite lassen. Wir müssen schauen und überprüfen, ob wir den Glauben der Welt vorziehen oder ob das weltliche Oberhand gewinnt über uns. Schreiten wir in Gottesfurcht voran oder nicht? Um seine Spiritualität zu erhöhen, ist es auch wichtig, auch Wissen anzueignen. Und dazu sagt der verheißene Messias al-Islam, das Verhältnis von dem Meister und dem Lehrling ist genauso wie der Lehrer und der Schüler. So wie ein Schüler von seinem Lehrer profitiert, kann auch ein Befolger seinen Meister von seinem Meister profitieren. Wenn er aber nichts lernt, dann kann er auch nicht voranschreiten. Wenn man von seinem Lehrer profitiert, wenn man ihn kennt und nur ihn kennt, aber seinem Wissen nicht folgt, dann kann man auch von ihm nicht profitieren. Genauso verhält es sich mit dem Meister,
mit dem heiligen Führer und dem Befolger, dem Anhänger. Nur wenn er auch den Dingen folgt, die der Anführer sagt, kann er davon profitieren. Man sollte also sein Wissen und seine Weisheit erweitern, und ein Schüler darf niemals stehen bleiben, sonst wird Satan den Menschen woanders hinführen. Genauso wie das stille Wasser, wenn es irgendwo stehen bleibt, verdirbt und nach einer Zeit übel riecht. Genauso, wenn ein gläubiger Mensch nicht Fortschritte macht, wird er stehen bleiben und fallen. Wenn ein wahrer Gläubiger ist, wird sein Schritt immer voranschreiten. Wenn er irgendwo stehen bleibt, dann wird er vielleicht fallen, wird er herunterfallen. Ein glückseliger Mensch ist also jener, und es ist seine Pflicht, dass er immer dem Glauben folgt. Unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der am meisten vollkommen war, aber auch ihm wurde das Gebet Rabbi Zidni Ilma gelehrt, also Gott mehre mich an Wissen. Wer kann denn dann noch vertrauen auf sein eigenes Wissen und darauf, dass er voranschreiten wird? Je mehr ein Mensch Fortschritte im Wissen und in der Weisheit macht, desto mehr wird er lernen, dass es noch viele Dinge gibt, die er nicht kennt. Er wird wie ein Kind sein, der keine Ahnung von Wissensbereichen hat, aber dann eines Tages wird er sehen, dass dies die Wahrhaftigkeit ist. Wie wichtig ist es, sich selbst zu reformieren und sein Wissen zu erweitern? Der verheißene Messias Al-Islam sagt, ihr habt üble Dinge weggelassen und diese Jamaat akzeptiert. Wenn ihr nicht vollkommenes Wissen erlangt, dann hat euch dies nicht gebracht. Es bringt nichts, dass wir Bad gemacht haben, Ahmadis sind oder gebürtige Ahmadis sind und unser Wissen nicht erweitern, unser religiöses Wissen nicht erweitern. Dann kann uns weder es nützen, dass wir gebürtige Ahmadis sind, noch kann es uns nützen, dass wir später Bad gemacht haben. Wie kann in eurem Wissen, in eurer Weisheit Kraft entstehen? Ihr werdet Zweifel erlangen und stürzen. Und viele Menschen, die weggehen oder die Zweifel haben oder die irgendwelche argwöhnischen Fragen haben, diesen Menschen bringt die Ahmadiyyat nichts. Wenn sie Wissen erlangen, dann können sie ihre Zweifel beseitigen. Und dann werden sie auch nicht stürzen, dann wird Satan auch nicht sie angreifen. Genauso wie der verheißene Messias al-Islam es gelehrt hat, den heiligen Koran zu befolgen und zu lernen, genauso ist es wichtig, auch seine Bücher zu lesen und sich davon Wissen anzueignen. Genauso ist es wichtig, um eine Bindung mit dem Khilafat einzugehen. Allah hat uns MTA als Segnung gegeben, durch das wir eine Bindung mit dem Khilafat eingehen müssen und alle Programme des Kalifen der Zeit befolgen müssen. Diejenigen, die diese Bindung eingehen, es gibt viele Menschen, die durch MTA eine Bindung haben und besitzen. Ich bekomme viele Briefe, dass durch diesen Kontakt ihr Glaube und ihre Überzeugung gewachsen sind. Das ist ein großes Mittel, wovon jeder Ahmadi profitieren sollte. Man sollte sich gegenseitig lieben, man sollte die Schmerzen voneinander kennen, und der verheißene Messias al-Islam sagt über die Pflichten, die man gegenüber den Brüdern hat. Es ist wichtig, dass zu wissen, dass die Jamaat nicht auf einer Stufe steht und nicht alle gleich sind. Genauso wie die Saat nicht immer gleich ist.
wenn man Samen pflanzt. Es gibt viele Samen, die verloren gehen, viele, die nicht aufkeimen, viele, die von den Vögeln aufgefressen werden oder nicht auf irgendeine Art und Weise die Früchte hervorbringen. Und diejenigen, die Früchte hervorbringen, die gut sind, die gesund sind, besitzen viele Fähigkeiten und sie können nicht zugrunde gehen. Es ist wichtig, dass die Jamaat, die für Gott vorbereitet wurde, sie ist auch wie ein Acker, sagte der verheißene Messias al-Islam. Deswegen sollt ihr diesem Prinzip folgen und so wird sie voranschreiten. Es gibt Menschen, die schwach sind, es gibt Menschen, die stark sind, es gibt Menschen, die viel Wissen besitzen, einige, die nicht so viel Wissen besitzen. Es gibt einige, die eine Stärke besitzen, andere, die eine andere Stärke besitzen. Diejenigen, die schwach sind, diese müssen wir auch mitnehmen. Diejenigen, die stark sind, das ist ihre Pflicht, diese mitzunehmen. Das muss also ein Prinzip sein, dass man seinen schwachen Brüdern hilft und dass man ihnen auch eine Stärke verleiht. Wie schlimm ist es, dass ein Bruder, der schwimmen kann, seinem Bruder nicht hilft, der nicht schwimmen kann und ertrinkt? Ist es nicht seine Pflicht, ihn zu retten, oder möchte er, dass er ertrinkt? Es ist seine Pflicht, dass er ihn rettet vor dem Ertrinken. Deswegen heißt es im Heiligen Koran, Ta'awanu alal birri wa taqwa, ihr sollt in Tugenden voranschreiten, ihr sollt die Last eurer schwachen Brüder tragen, ihr sollt die Schwächen, die man in der Tat besitzt, beseitigen, ihr sollt daran teilhaben. Wie sollt ihr daran teilhaben? Indem ihr nicht diese annehmt, sondern indem ihr diese beseitigt. Wenn euer Glaube stark ist, dann sollt ihr dafür sorgen, dass ihr den Glauben der anderen auch beschützt und rettet. Wenn es finanzielle Schwächen gibt, dann sollt ihr sie finanziell, ihnen finanziell helfen oder dem Nizami Jamaat Bescheid geben, dass man ihnen helfen soll. Ihr sollt auch die körperlichen Schwächen beseitigen. Gesundheit und Krankheiten sollt ihr beseitigen und gesund bleiben. Eine Jamaat kann nicht eine Jamaat sein, wenn die Starken den Schwachen nicht helfen und eine Stütze für sie sind. Es gibt nur eine Methode, dass ihr die Schwächen voneinander bedecken sollt. Ihr sollt nicht die Schwächen voneinander verbreiten, sondern diese bedecken. Den Gefährten wurde genau dies gelehrt, dass ihr die Schwächen der neuen Muslime nicht verbreiten sollt. Der Große soll dem Kleinen helfen und barmherzig sein. Eine Jamaat kann keine Jamaat sein, die sich selbst gegenseitig auffrisst. Wenn vier miteinander sitzen und sie über einen fünften schlecht sprechen, dann ist das keine Jamaat. Allah hat gesagt, wenn ihr Argwohn besitzt, hegt und wenn ihr schlecht über andere redet, dann ist es so, als ob ihr das Fleisch eures toten Bruders fressen würdet. Ihr sollt nicht auf die schlechten Dinge der anderen schauen, sondern nur auf die guten. Eine Jamaat kann nicht eine Jamaat sein, die sich gegenseitig auffrisst. Und wenn vier miteinander sitzen, dass sie einen armen Bruder Argwohn gegen ihn besitzen und hegen und dass sie über ihn schlecht reden. Und dass sie die Schwachen und die Armen mit Hass und Argwohn betrachten, das ist nicht richtig. Es ist wichtig, dass ihr eine Jamaat werdet, dass ihr eine Einheit bildet. Dadurch entsteht Liebe, dadurch entstehen Segnungen. Ich sehe, dass aufgrund von Kleinigkeiten Streit entsteht, was dazu führt, dass die Feinde, die auf Kleinigkeiten achten, bei solchen Kleinigkeiten in den Medien, in den Zeitungen diese aufgreifen und deswegen die Menschen auch irreleiten und sagen, schaut, diese Menschen haben diese Schwächen. Und die gewöhnlichen Menschen überprüfen dies natürlich nicht, sondern werden von ihnen verleitet. Wenn man keine Schwächen besitzen würde, würde niemand die Kraft haben, solche Artikel zu schreiben, solche Lügen zu erdichten. Ihr sollt eure moralischen Werte steigern und das passiert nur dann, wenn ihr Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung verbreitet und Barmherzigkeit und Liebe und Mitleid und
Bedeckung von Fehlern soll immer die Priorität haben vor anderen Eigenschaften. Wenn ihr die Schwächen eines anderen seht, dann sollt ihr nicht über die Schwächen reden, sondern diese beseitigen. Es gibt verschiedene üble Traditionen, dass die Menschen, dass Männer und Frauen sich gegenseitig aufnehmen, Ehemann und Ehefrau, bei Kleinigkeiten, um ihre Schwächen zu verbreiten. Der Verheißene Messias sagt, ihr sollt nicht über Kleinigkeiten streiten, die dann zu Schmerzen führen. Brüderlichkeit und Mitleid ist, dazu sagt der Verheißene Messias al-Islam weiter, unsere Jamaat kann nicht gedeihen, solange die Menschen nicht wahre Liebe füreinander besitzen. Wenn ihr wachsen und gedeihen wollt, dann müsst ihr Liebe besitzen. Der stark ist, soll den Schwachen lieben. Ich höre, der Verheißene Messias al-Islam sagt, ich höre, dass jemand die Schwächen eines anderen gesehen hat und deswegen mit ihm nicht gut umgeht, sondern mit Hass und Abneigung umgeht. Das ist falsch. Er sollte vielmehr für ihn beten. Er sollte ihn lieben. Er sollte ihn mit Liebe und Sanftmut aufmerksam machen. Aber wir sehen, dass stattdessen Argwohn und Neid entstehen. Wenn man nicht barmherzig ist und vergebend ist, dann wird das Resultat kein gutes sein. Das Ergebnis wird nicht gut sein. Gott möchte nicht, dass ihr so agiert. Eine Jamaat kann nur eine Jamaat sein, wenn die einen Mitleid mit den anderen empfinden, wenn sie die Fehler des anderen bedecken. Dann könnt ihr eine starke Jamaat sein und euch gegenseitig unterstützen und sich selbst wie Brüder verhalten. Wenn jemand einen Sohn besitzt, dann verdeckt er die Sünden und die Fehler seines Sohnes. Er möchte nicht, dass er Werbung für seine Fehler macht. Er erklärt ihm, er ermahnt ihn, aber er wird nicht die Welt informieren darüber. Wenn man jemanden liebt, dann bedeckt man die Fehler des anderen. Wenn Gott euch zu Brüdern gemacht hat, warum? Dann agiert ihr so. Also jede Beziehung, die vorhanden ist, ist damit gemeint. Und der Verheißene Messias gibt ein Beispiel und sagt, ich sehe auf Mirza Nizamuddin, welcher ein Feind, aber auch ein Vetter des Verheißenen Messias war, er sagt, diese Menschen vereinigen sich, auch wenn sie verfeindet sind, wenn es um die gegenseitigen Interessen geht. Und der Verheißene Messias sagt, man kann auch von Tieren lernen. Es ist falsch, dass man Streit im Inneren besitzt. Auch Allah hat den Sahaba dies gelehrt. Auch wenn sie einen Berg voller Gold ausgeben würden, würden sie nicht die Liebe bekommen, die sie durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen haben. So hat Allah auch diese Gemeinde gegründet. Und so möchte er auch die Brüderlichkeit in euch sehen. Der Verheißene Messias sagt, ich habe große Hoffnung an Gott. Er hat mir versprochen, Jailul lazina tabauka fauqal lazina kafaru ila yawmil qiyamah. Das heißt, diejenigen, die dir folgen, werde ich Oberhand gewähren über diejenigen, die ungläubig sind am Tage der Auferstehung. Bis zum Tage der Auferstehung. Sie werden immer Vorrang haben. Der Verheißene Messias sagt, ich weiß voller Überzeugung, dass er eine Jamaat gründen wird, die bis zum Tage des jüngsten Gerichts Erfolg haben werden. Aber das sind die Tage der Prüfung, das sind die Tage der Schwäche. Auch heute in Pakistan sehen wir, dass die Ahmadis sollten darauf einen Blick haben, dass diese Zeit der Schwäche und die Regierungen und die Organisation und die ganze Gesellschaft ist gegen sie. In diesen Tagen ist es vor allem wichtig, sich selbst zu reformieren. Der Verheißene Messias al-Islam sagt, jeder Mensch hat die Zeit, sich zu reformieren, sich zu verbessern. Schaut,
Es ist nicht gut, hartherzig zu sein, schlecht übereinander zu reden, anderen Leid zuzufügen, die Schwächeren als etwas Minderwertiges zu betrachten. Das ist eine große Sünde. Ihr sollt eine neue Brüderlichkeit besitzen. Allah hat dieses Volk erschaffen, worin alle Reichen und Armen vereinigt sind. Und es ist wichtig, dass alle sich gegenseitig respektieren. Für die Armen ist es genauso wichtig wie für die Reichen. Die Reichen sollen den Armen helfen und sie nicht als minderwertig betrachten. Denn auch sie sind ihre Brüder. Ihr habt einen spirituellen Vater und ihr seid die Äste eines einzigen Baumes. Der verheißene Messias al-Islam hat für unsere Reform Gashtienu geschrieben, Arche Noah, und gesagt, dass dies immer wieder gelesen werden soll. Und der verheißene Messias sagt, ich habe meine Jamaat sehr oft angewiesen, dass ihr nicht nur auf das treue Gelübde euch verlassen dürft. Ihr müsst die Wahrheit dahinter verstehen, sonst könnt ihr nicht erlöst werden. Wenn man nur die Nussschale betrachtet, dann reicht dies nicht aus, solange man das Innere nicht erlangt. Wenn ein Lehrling seinem Meister nicht folgt, dann kann die Heiligkeit seines Meisters ihm nichts bringen. Wenn ein Arzt einem ein Rezept verschreibt und der dieses Rezept einfach nur bei sich behält, dann bringt es nichts. Wenn ihr einen Arzt habt und dieses Rezept nicht verwendet und sagt, ich kann mich nicht reformieren oder nicht verbessern, dann ist es genauso, wie wenn ihr einen Heiligen besitzt, aber seinen Worten nicht folgt, dann wird dies euch nichts bringen. Denn er hat euch ein Rezept verschrieben, das ihr befolgen musstet, aber ihr habt ihn nicht befolgt. Ihr habt es nicht befolgt. Ihr sollt die Arche Noah immer wieder lesen und demgemäß euer Leben führen. Qad aflaha man zakkaha. Erfolg für wahr hat derjenige, der sich selbst reinigt und reformiert, der sein Ego reformiert. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, es gibt viele tausend Diebe und Ehebrecher und Menschen, die meinen, dass sie Muslime sind und die Gemeinschaft des heiligen Propheten bilden. Ist es aber so? Sicherlich nicht. Ein wahrer Mensch, der Gemeinschaft des heiligen Propheten angehört, ist derjenige, der seinen Geboten folgt. Dann hat der verheißene Messias al-Islam auch gesagt, dass diese Arche Noah in den Jamaats vorgetragen werden soll. Ich habe in Gashtienu meine Lehre niedergeschrieben und jeder Mensch sollte sich darüber informieren. Es ist wichtig, dass die Jamaat einer jeden Stadt Jalsas veranstaltet und diese vorgetragen werden. Ein Mensch soll dies vortragen und wenn ihr dies verbreitet, dann können vielleicht auch 50.000 nichts bringen. Ihr sollt dies vorlesen und eine Gemeinschaft, eine Einheit soll geschaffen werden. Dazu soll das Buch auch gelesen werden in den Jamaats und auch durch MTA sollte dies passieren. Und man sollte dies auch zum Bestandteil seines Lebens machen. Über das Merkmal eines wahren Ahmadis sagt der verheißene Messias al-Islam, eure Aufgabe muss es jetzt sein, dass ihr durch Gebete und Istighfar euch reinigt und ihr sollt euch so machen, dass ihr die Preise und Gunsterweisungen Gottes, die er euch versprochen hat, erlangt. Allah hat mir große Versprechungen gemacht und Prophezeiungen gemacht. Und ich bin davon überzeugt, dass diese in Erfüllung gehen werden. Aber ihr sollt nicht stolz auf diese sein. Ihr sollt jeglichen Neid und Argwohn und üble Nachrede und Stolz und Hochmut und Frevel sollt ihr beiseite legen. Und Schwäche und Müßiggang sollt ihr beiseite legen. Ihr sollt wissen, dass nur die gottesfürchtigen Menschen Erfolg haben werden, genauso wie Gott sagt, Wallahi batulil mutaqin. Deswegen sollt ihr immer besorgt sein, gottesfürchtige Menschen zu sein. Diese werden Erfolg haben. Möge Allah
uns die Kraft geben, wahre Ahmadis zu sein und den Lehren des weißen Messias al-Islam zu folgen. Und dass wir die Pflichten Gottes einhalten und seinen Wohlgefallen erlangen. Dass wir uns selbst reformieren, unser Wissen erweitern und die Gebote Gottes und der Menschen, die Rechte der Menschen einhalten. Ich habe auch gesagt über die Zustände in Pakistan, die sollten dafür beten, wie ich auch gesagt habe, auch die Menschen in Pakistan selbst sollten beten. Möge Allah sie vor jedem Übel beschützen und auch der Unfriede, der in dem Land herrscht, durch die Maulvis, möge Allah die Menschen vor dem Übel der Maulvis bewahren. Und im Allgemeinen sollten sie auch für die Welt beten. Die Welt bewegt sich mit einer großen Stärke in Richtung eines großen Krieges und USA und Russland sind bereiten sich für diesen Krieg vor und sie möchten ihre Überlegenheit zeigen und als Vorwand sagen sie, dass sie die Menschen befreien wollen. Das ist ein Vorwand im Namen dessen, auch die muslimischen Länder vorhanden sind und sie möchten die muslimischen Länder unterdrücken. Möge Allah den Muslimen die Weisheit und Vernunft schenken und geben, dass sie nicht ihre Hände vor diesen Menschen ausweiten, sondern selbst Entscheidungen treffen, selbst die Rechte ihrer Bürger einhalten und die Bürger die Rechte ihrer Regierungen einhalten und diese terroristischen Organisationen, die im Namen des Islams geboren werden, möge Allah schnell sich dieser annehmen und sie beiseite schaffen und möge Allah allen Vernunft geben, beiden Kräften Vernunft geben und mögen sie den Imam der Zeit akzeptieren, denn ohne dies gibt es keinen einzigen Weg, dass sie auf irgendeine Art und Weise gerettet werden. Möge Allah ihnen Vernunft geben und mögen die Muslime statt ein Teil dieser Tyrannei zu werden, die wahre Lehre des Islams verstehen und Liebe, Barmherzigkeit und Brüderlichkeit verbreiten und die Pflichten Gottes einhalten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر